Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Avernum. Wir sind hier in Fort Daphne, haben beim letzten Mal hier einige Quests beendet. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wo wir noch so hin können. Formello klingt ja noch nach einer guten Idee. Da sollen wir ja... Wo ist das? Da, das ist nicht allzu weit. Okay, da haben wir noch eine Quest. Da, Quest. Das ist keine Quest. Das ist eine Quest. So. Jo. Du würdest sagen, gehen wir doch mal gucken. Hat das Haus schon gecheckt hier? Sieht so aus. Das hier auch. Yep. Da war... Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir hier noch irgendwas Interessantes. Vor allem was Interessant... hallo. Was Interessantes, womit wir umgehen können. Weil interessante Sachen gibt es hier überall. Allerdings müssen wir ja damit rechnen, dass wir... verprügelt werden. Wir sind ja noch nicht so hochlevelig. Okay, das ist sehr gut. Ja, ja. Gut. Ja, ja. Triffst ja doch, okay. Gut, dann. Nee. So, also, dann mach den mal weg, bitte. Aua! So, nicht so freundlich. Come on, yep. Und, nee. Jetzt aber. Okay. Wir finden ganz viele Kram. Bett brauchen wir nicht mehr. Okay. Zu weit sollten wir uns hier dann. Oh, ja, das ist der Wald. Zu weit sollten wir uns hier noch nicht rüber trauen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir dann nur verdroschen werden. Deswegen. Ich meine, hier werden wir wahrscheinlich auch verdroschen. Wissen wir, wie wir nach Formello kommen? Sieht so aus. Okay. Mhm. You enter a large cavern, completely settled by Avernites. Most free flat space has been taken up by well-tended mushroom fields and rambling stone farmhouses. Guards patrol the area, keeping the nearby hordes of hostile humanoids at bay. In the center of the cavern you can see a large city bustling with activity. This is clearly a vibrant, productive area, far more so than you ever expected to see when you were sent to Avernum. Sehr schön. Ja, tatsächlich. Okay. Na ja, gut, dann gucken wir erstmal. Was? A group of traveling merchants leading a pair of giant lizard. Leading a pair of giant lizard-drawn wagons hails you. After they've convinced themselves that you aren't bandits, they approach. So, their leader says, we can see that you have come far and have farther still to go. May we sell you some goods to help you in your journey? Schauen wir mal. Ja, nee. Dankeschön. Gut, dann gucken wir doch mal. Entering Formello, da wollen wir hin. Ist hier irgendjemand? Archer, hallo Herr Archer, du hast nichts zu sagen.
You enter the proud city of Formello, trading hub of all of northeastern Avernum. Even the constant warfare with the Nephilim can't entirely dim the buzz of activity going on all around you. You take a moment to listen to the haggling of the merchants and smell the giant lizards. Ist das etwas, was man bewusst macht? For a moment you can almost pretend that you're in one of the cities on the surface, except for the fact that everyone is deathly pale and always afraid. Yeah, and there is no fucking sky. Okay. Da ist eine Kuh. Aha. So bored. Wieder so eine talking statue. Hast du mal was zu sagen? Say, you look interesting. What do you do? I talk to those that I'm supposed to talk to. Das ist ein schöner Job. Jan, okay, ihr seid einfach nur müde. Ups. There's a large natural underground spring here, pouring out of a huge crack in the rock surface. This spring is the lifeblood of this town and the surrounding area. Iron bars have been placed blocking off the spring so that nobody can tinker with the source. Das ist eine gute Idee. Ich sehe zwar jetzt nicht, wo genau das Iron bars hier, ja. Ach, das hier ist die Quelle, oder was? Weil ich meine, hier geht's nach draußen. Oder die Quelle vielleicht hier? Blubbern sehe ich da nichts. Aha, Soldiers. Was haben wir denn hier? Da steht da was dran. City Hall, da wollen wir vom Prinzip hin. Vorher wollen wir uns aber, wie sich das gehört, erstmal überall umgucken. These pens are used to store the merchants' lizards of burden. Their caravans are pulled by giant, declawed, defanged reptiles. They're dumber than horses, and nastier, and slower. But the venom has lots of lizards and no horses, so they make do. Overnight ingenuity, there's nothing like it, okay. Da sind aber keine Lizards. Wo sind denn hier Lizards? Ich sehe keine Lizards. Okay. Ah, da ist ein Giant Lizards. Ah, verstehe. Hier sind die. Okay, hier haben wir einen. Und eine Whip, das ist nicht so freundlich. Hier finden wir. Wait. Nun mach doch mal die Tür auf. Sei doch nicht so. Ich will hier doch mal zu den Giant Lizards gucken. Hallo, Giant Lizards. This fanged reptile looks up at you. Depthless hatred and murder in its eyes. Das klingt sympathisch. Was mit dir? Genau so. Und du? Du bist da freundlicher, ne? Nein, ihr seid alle nicht freundlich. Okay. Ich will euch trotzdem euer Essen wegnehmen. Na gut, dann gehen wir wieder. So, ihr könnt jetzt alle raus, ne? Weil Türen kann man ja nicht zumachen in diesem Spiel. Also, könnt ihr jetzt raus. Und ich habe euch die Freiheit geschenkt. Kann ich euch was klauen? Oh ja, hier kann ich eine Menge klauen. Clock. Wooden Shield, okay, das Shield gehört. Hatchet gehört keinem. Did you hear something? Nein, haben sie nicht. Wir haben nicht gehört, wie wir hier uns umsehen und. Oh. Okay, brauchen wir nicht. Aber das brauchen wir. Invading Ogre. An Ogre has been sighted in the tunnels northwest of Formello. These large brutal humanoids cannot be allowed to gain foothold in our lands. Even one can attract others. Track the creature down and drive it away. The victor will receive a bounty from Mayor Evelyn. Delivery Motrex. A leather satchel hangs from a corner of the job board. An unpleasant, meaty smell comes from it. An address label pinned to the front reads simply Motrex. Okay. Ist das eine Stadt? Könnte mal ein bisschen genauer sein. Also ich meine. Ne. Aber eine Mauer trotzdem. Bounty Redness. Rats have been sighted in the tunnels beneath Formello. Na, endlich können wir gegen
Offiziell gegen Ratten kämpfen. They have been spreading their filth and disease and nibbling our limited supplies. Worse, they have shown interest in sneaking into the Great Library and chewing up our precious tomes. Oh, hier gibt es eine Great Library, sehr schön. Their nest is hidden somewhere under the city. Sage Miles will pay bounty to whoever can eradicate the beasts. Das klingt nach einer guten Idee. The Deadly Crypt. There is an ancient crypt in the tunnels north of Formello. Those who enter it are sealed in, never to leave. Those who chance... Ah ja, die Religion hier. Leads to this nefarious necropolis are never heard from again. We must submit to chance, but we can't... But we can act to improve our odds. Any who enter the crypt and learn how to escape can receive a reward for this knowledge from Mother Claudette. Da, du hast doch gerade, ihr habt doch gerade erzählt, dass man da eingeschlossen wird und nicht mehr rauskommt. Und jetzt, jetzt vergebt ihr hier einen Auftrag, da reinzugehen und rauszukommen. She will use this information to ensure that fewer pilgrims are ensnared. Ja, also kommt man doch raus. Weil ich meine, sonst wird euch das ja nichts bringen. Ist ja nicht so, dass wir irgendwie dann euch von unterwegs anrufen können. Also, na gut, machen wir trotzdem. Wir werden da schon sicherlich rauskommen. Was haben wir hier? Barracks. Jen and Ken's Livestock. Bernie's Bruce. Jen Ken's Livestock. Okay, das ist Jen. Okay, dann wird Ken da auch irgendwo sein. Wir gucken vorher nochmal. Jasmine's Fine Arms. Speakers of Holy Chance. Hochinteressant. The Great Library. Sehr schön. Wir wollen aber, ich denke, erstmal hier zur City Hall. I need your aid. Ja, da, wir sind ja auch schon da, ne? Gucke mal. You have come. Das ist in der Tat richtig. A fidgety woman in a lovely blue dress sits in this gilt cavewood throne. She flips rapidly. Na, genau genommen steht sie davor. Aber she flips rapidly through the papers on the table next to her. She wears a sash of office made of silk. The cloth must have been brought down from the surface. The moment she sees you, she jumps to her feet. Also, deswegen steht sie, verstehe. A traveling adventurer, yes, recently arrived from the surface, ja, sogar mehrere. With effort, she calms herself and sits back down. I am Mayor Evelyn of Formello. I have sent word out to the lands that I am in the business of hiring adventurers. I am glad you have responded. Now, what can you tell me of Formello? It is glorious, is it not? The largest city in northern Avernum, center of culture and trade. She seems impatient, doubtless... Doubtless eager to return to work. Culture? Be sure to visit our library. It has books. Ja, ich muss auch für die Jüngeren erklären. Das ist mit Kultur verbunden. Also, was hat man früher? Da sind Informationen drin. Das ist in so einer Form, das wird zu kompliziert und wird zu lange dauern. Trade? We are on a major caravan route. Route. Ich werde mir nie merken können, ob man es Route oder Route ausspricht. Iron crystals from Fort Draco pass to here to the south. Finished goods come up in return. Aha. Trade. Also, das war das. Culture. Ja, ja. Another question. How can I be of assistance? Den haben wir schon gekriegt, offensichtlich. A month ago, my gold necklace was stolen by the Nephilim. That may not sound like the cause of great concern, but it was actually a powerful enchanted item. I believe that it has been taken to their fort to the west. It is a huge fort, and the necklace is very small. It might be anywhere within. If you can get my necklace and bring it back, we will reward you very, very well. Okay, und ich nehme an, im Rahmen dessen soll ich alle anwesenden Nephilim umbringen. Ne? Ich denke, versteht sich von alleine. Why is this necklace so valuable? Ich nehme an, weil es powerfully enchanted war. It is no mere trinket. Each mayor of Avernum has one. They enable us to quickly receive messages from the castle. Carrying messages by hand through the underworld is intolerably slow. How did it get stolen? A Nephil assassin somehow slipped into the city. We still aren't... This is why I am Nephil thief, oder? We still aren't sure how. He broke into my chambers, thinking I was asleep. I was not. Ah, deswegen ist es. I ran out and shouted an alarm. His plan foiled, he fled, but not before he took the necklace. Ja, das war... thinking on his feet. Also, das war ja gut reagiert. Of course, he may not have wanted to kill me. He may have wanted...
the charm all along. Aha, also ist das okay. How will you reward me? If you return my necklace, I will give you the greatest honor it is in my power to give. I will give you a crown token. Na super. That token will allow you to walk in the Vernon's Halls of Power. Aha, okay, I will do what I can. Okay. Gut. Was sagt unser Questlog? Haben wir das? Haben wir, ja. Haben wir da irgendwas für gekriegt für die? Quest completed, von mir ist mehr. Wahrscheinlich Erfahrungspunkte. Hallo, Herr Townsman, da ist nichts zu sagen. Haha. Wie sieht das mit Cloaks aus? Du hast noch keinen Feindcloak, du auch nicht. Ist der besser? Das ist plus 2, der ist plus 4. Ja, da würde ich sagen, nehmen wir doch den Feindcloak, zieh den an, tun dafür das hier hin. Lightning, ja gut, das ist alles nicht so wichtig. Denn, na komm mal. Okay, das sieht gefährlich aus. You are able to tell that, is a, that it has a trap. But your tool use skill isn't high enough. Das ist doof. Da kommen wir jetzt nicht hin. Na gut. Dann gehen wir besser. Okay. Zettel. Trap in City Hall. Okay. Na, aber hier können wir irgendwo hin. Okay, hier geht's auch nach unten. Ah, da geht's bestimmt zu den Ratten. Okay, hallo. Vermeers. Vermeers. A man in long silk robes putters around looking mysterious. A large hood hides his face. He seems to be trying to be all ominous and scary, but the effect really isn't coming together. I'm Vermeers. Teacher of Wandering Warriors, I can impart knowledge to the worthy. Ich habe erst wealthy gelesen, aber es ist wahrscheinlich beides richtig. What's with the clothes? Das he chuckles in a supposedly sinister way. Ich kann das nicht. I train all those who come to me. For a price. How does one prove worth? Well, money is the best way. Giving it to me, I mean. I wish to learn. Yep. Das wollen wir lernen. Und zwar jeder von uns, und zwar jeder von uns zweimal. Das sind also... Eieiei. 7200, das haben wir nicht. Aber wir können es zumindest... Wie viel haben wir denn im Moment? Wir könnten es zumindest mal anfangen zu lernen, aber das... ja. Ich meine, wir könnten eine ganze Menge Kram verkaufen. Aber können wir nochmal mit dir reden? Wisst ihr, enter from the training hall, where several adventurers and soldiers are exercising and practicing their skills. Occasionally, one has to dodge an iron flame bolt or arrow shot by another. When you enter, one of them nods to you in greeting. They instantly recognize the fellow spirit. Der tut... Ja, ja. Okay. Blademaster... Leave the students alone. Whatever. Können wir euch Sachen klauen? Theoretisch ja. Das sieht nicht schlecht aus. Überhaupt könnten wir mal sehen, dass wir uns mit Broadswords und sowas ausrüsten. Also mal ein bisschen...
besser werden. Naja, aber hier können wir im Moment nichts machen. Miles, hallo Miles. You deliver the tome to Miles. Ach so. Ja, klar. Wusste ich noch. He seems surprised. Ja, nicht nur er. You are not the one who has to deliver this to me. Still, I should not complain. Here's payment for your troubles. Okay. Was haben wir gekriegt? Pair of Scrolls. Das sind keine Scrolls. Pair of Scrolls. Return life. Dankeschön. Das verballern wir ja gerne mal. Spellwood. Gives you good resistance to magical attacks. Das geben wir mal unserem Priester. Und das vielleicht auch. Okay. Hast du noch irgendwas Hilfreiches zu sagen? The mage sitting at the desk is surprisingly fit. He is young, just shy of middle age and very tall. He has a nicely trimmed black beard. I am Sage Miles. Welcome to the... Welcome to the Great Library of Famelo. No withdrawals, no open flames. Spells can be purchased from me. Ach, guck an. And please, he looks at your dirty gear with great unease. Wash your hands before fingering the books. May I ask what you do? Well, I run this library, third best in the pit. The only superior libraries are in Patrick's Tower and the Tower of Magi, far to the south. Mages come here to do research and compare notes. Oh, and occasionally purchase a spell. Tell me about this library. Isn't it glorious? Over the years, many books have been smuggled down into Avernum. Magical tomes, fiction, instructional treatises. As you see, many of them have been gathered here. Magical tomes. Das andere interessiert uns alles nicht. Indeed, few of those are here, sadly. Most are requisitioned by the Tower of Magi. I do like to purchase a spell. Ja, das ist... Oh, aha. Das ist ein AOE-Spell, wenn ich richtig informiert bin. Strikes all foes, indeed. Oh, du hast schöne Sachen. Oh, du hast schöne Sachen. Du bist slightly expensive. Bolt of Fire, yeah. Cloak of... Das würde ich ganz gerne verbessern. Eieieiei, oh ja, das wird teurer Spaß. Aber das werden wir machen müssen. Das notiere ich mir mal. For Marrow Miles, Icy Rain. Und Days in jedem Fall. Weil den benutzen wir so oft. Der wird zwar allzu bald wahrscheinlich eine Nützlichkeit einbüßen, weil da zu viele Monster gegen immun sein werden oder resisten, aber im Moment ist er ja noch sehr hilfreich. Der hat uns ja schon ein paar Mal den Hintern gerettet. Na komm. Und wir können ihn jetzt noch improven. Okay. Aber wir haben ihn jetzt erstmal, das ist schon mal gut. Dankeschön. Dann wollen wir uns das nochmal angucken hier. Ventner, Bolt of Fire, Days, Minor Heal, Cloak of Curses, das nehmen wir mal raus. Dafür nehmen wir Icy Rain. Stealing, dann nehmen wir das doch mit. Und reden mal mit dem Apprentice. A young mage potters around, straightening the books on the shelves. He carries a broom. What are you up to? Lass mich raten. Sweeping. Oh, learning things man was not meant to know. Plumbing the forbidden secrets of the unknown. Sweeping. I'd better go before I get beaten. Arme Sau. Great Library of Famelo, sehr schön. Nur hier, da kommen wir da rein. Okay, was war das hier? Speakers of Holy Chants. Das klingt nach einem Tempel. There is no hiding from chance. Ja, ja. Guten Tag. Claudette. You see an old woman in white robes. She wears a small gold anchor around her neck and radiates peace and calm. Welcome, my child. Welcome to the Temple of the Speakers of Holy Chants. I'm Mother Claudette. I provide a place of peace, refuge and acceptance and knowledge if desired. Tell me about your temple.
We are the speakers of Holy Chants. We are the faith of miners and warriors and adventurers and explorers of Avernum. All who depend on the proper turn of fortune to survive and thrive. All who know that, despite our best efforts... What? All who know that, despite our best efforts, all can be lost. Why is it such a good faith for Avernum? Because all of our lives depend on fortune now. One ill turn and we will all fade. Lost to starvation or Lysterica invasion. We must learn to accept our precarious fates. Do you pray to chance? Pray? Of course not. Chance does not care what we say or what we hope for. We come to this temple simply to learn to accept all that is out of our control. Achso, ich dachte, er wird ein bisschen in Wahrscheinlichkeitsrechnung unterwiesen oder so. Das könnte ja hilfreich sein. Wenn er sagt, Question, what aid can you provide to a wandering adventurer? Alas, I am very busy, so nothing. Piss off. I can provide knowledge if you are in need for a small donation. But other than that, running a church such as this is much work. What has been happening to Formello of late? Ah, I have knowledge that might aid you. The mayor has been furious, almost insanely so, ever since Nephilim's spies stole her necklace. Not an ordinary piece of jewelry, but an enchanted symbol of leadership. Since she lost it, she thinks of nothing but getting it back. In fact, if you ask about it, you could get a job. Ja, das wusste ich auch noch. Das habe ich überhaupt nicht vergessen. We met someone named Caius. He told us to mention his name to you. Ah, yes, Caius was a wise acolyte and a good friend. I thank you for passing on his regards. I'm glad to hear that he is well. Okay. Mehr nicht? Okay. Can you help us learn more priest spells? Her face lights up. Oh, you're wandering healers! Ja, einer von uns. Also, und der heilt auch nicht irgendwelche anderen, sondern nur uns. Das ist eigentlich ziemlich... Egal. I have been so busy running the church, helping the mayor and curing what wounds I can. It would be wonderful if others had the skills to help in the struggle. Ja, keine Sorge, werden wir nicht. Wir helfen nur uns. Also, natürlich, machen wir. If you want, you could buy some spells for a modest donation. What would you be doing right now, were it not for the wars and evil and such? I would be doing research, not on magic, on the history of priests in Avernum. It fascinates me. I wish that I could continue looking for information on the first priests down here. Perhaps I could help you. Is there anything in particular you're looking for? That would be wonderful. Before the war with the Nephilim started, I was going to go north and speak with the Dragon Mortrex. Okay, das erklärt auch, warum da keine Ortsangabe. Das ist wahrscheinlich, ja, dieses stadtgroße Reptil, was da steht. Kann man nicht übersehen. Okay. I had heard that he had a scroll describing one of the first priests here. Go there and recover it. Recover it. Also du meinst, wir fragen ihn und falls er es nicht braucht, gibt das uns. Weil ich so Drachen was wegnehmen, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine, wir können nicht mal gegen den einzelnen Slith wirklich überlegen kämpfen. Was glaubst du, wenn wir gegen den Drachen aussehen? Ich, I would be appreciative. Okay, Wisdom of Mortrex. Haben wir eine Quest. Wie schön. Tell me about your temple. Schon gemacht. Another question. Is there anything you can't cure? There are some curses so powerful that I can't affect them. A dread curse is a powerful thing, vicious and hard to break. Though I have heard that there are those in the Tower of Magi, far to the south, who can remove such a curse. Das klingt interessant. What would you be doing? He lives to the north. Do not be scared that he is a dragon. He is friendly, mostly, to humans. Or at least he was when I heard last. Yeah. Perhaps I could help you. I would like to learn. Calls forth an icy wind, freezing your foes and knocking them back. Das ist, glaube ich, auch ein AOE-Spell. Der ist auch nicht schlecht. Aber also richtig viel Geld. Okay, also. Formello Miles. Und Formello. Custom
Okay. Können wir hier im Tempel irgendwelche Sachen klauen? Was? Was? Das ist nicht Stealing? Bitte sehr. Welche Incense weggenommen? Wahrscheinlich magst du Incense einfach nicht. Und deswegen war es okay, dass wir das nehmen. Was haben wir hier? These are the barracks of the soldiers of Avernum. Soldiers tend to be envious and resentful of adventurers, and your reception when you enter is chilly. Conversation died out. They seem to wish you would leave. Na, schauen wir mal. When you approach one of the soldiers, he mutters, best be moving on, freelancer. We are sworn servants of the crown. And you'll stay out of the back rooms if you know what's good for you. Ja, keine Sorge, machen wir nicht. Guten Tag. Da ihr so unfreundlich seid, können wir euch Sachen wegnehmen. Ich nehme an, mit Backrooms meint er das hier? Uiuiui. Okay, das ist Stealing. Das ist, ja, das ist ein bisschen zu nah dran, ja. Aber vielleicht, wollen wir es vielleicht nicht drauf anlegen. Das hier sieht so mysteriös aus. Sehe ich hier irgendwo einen Knopf? Ja, hier. Ach, come on! Bitte sehr, bitte sehr. Wie hoch ist eigentlich unser Tool-Use? Das wird leider, glaube ich, nirgendwo zusammengerechnet. Das müssen wir selber machen. Vier. 7 müsste es sein, ne? Oder gibt es irgendwo so eine Party-White? Glaube nicht. Okay, da sind wahrscheinlich die Ratten drin. Hier waren wir noch nicht. Hallo, Jasmine. A woman with graying hair lounges behind the counter, polishing some of her merchandise. Armor and weapons surround her. There's a crude painting of a man in armor on the wall behind her. At least that's what you think it is. Welcome to Jasmine's Fine Arms. Quality wares for quality warriors. Das ist schön, dass sie auch alle einen Werbespruch haben. What do you sell here? Yeah. I sell fine armor and finer weapons. Also, I need some blades and other supplies if you have anything you're looking to unload. Ja, haben wir, aber im Moment noch nicht, weil du uns noch nicht so viel Geld zahlst, wie du uns geben würdest, wenn wir besser feilschen könnten. Okay. Sonst irgendwas zu sagen? Who is the man in the painting? Ah, poor soul. His name is Manric. He was sent into Avernum. We were sent into Avernum together. We were just too noisy for those twits up there. Verstehe, Nudge Nudge. We helped build this town. Then he died in a Nephilim raid. She pauses to wipe away a tear and took a long look at the painting. I can't spend all my time hating or lusting for revenge, so I took over the store and here I am. Why were you sent to Venom? Simple talk. Achso, Words the Empire didn't like, that is all it takes sometimes. Indeed. Können wir dich von ein paar Sachen befreien, dass du nicht so viel hier im Laden haben musst? Das ist ja vielleicht auch... Iron Bracers, nice. -10 hat zu Hit. Ja, das wird immer schlimmer. Je besser die Sachen werden, desto geringer wird die Hitchance. Das ist echt böse. Muss man immer abwägen.
wie man seine Rüstung verbessern will. So good to see you. Yeah, das, Bernie. Bernie ist auch hier. There's a portly man with short gray hair sitting behind the counter. When you enter, he's writing haphazard notes on a sheet of vellum. Your appearance in his shop has left him ecstatic. Indeed. Welcome, welcome. I'm Bernie, a scribe of some wisdom and repute, a seller of papers and invigorating potions. What are you doing? Ah, just doing some inventory. I have all manner of potions and the like, which you may purchase. Also, if you would like, you can hear the chart. It's about the meaning of life. Tell me about the chart. He pulls out a sheet of paper and starts talking and writing. He describes and draws his life above, how he was thrown into Vernum and what he has learned since he arrived, throwing in many opinions on life in general on the side. It is very interesting. It also makes no sense whatsoever. How did you wind up in Vernum? I think I just said more truth than they were ready for up there. Yeah, das passiert häufig. I to buy a potion. Okay, I'm Alexa, Energy Alexa. Alles sehr gut. Alles ziemlich teuer. Dabei Scroll. Aha. Okay. Hast du Sachen, die du nicht mehr brauchst hier? Ich glaube, Tongs war ja. Nee, damit. Also wir haben ja hier diese Quest mit den Picks and Shovels und ich bin mir ziemlich sicher, danach gibt es noch zwei mit ähnlichen Items, das ist total bescheuert. Das weiß man natürlich am Anfang nicht und dann, ne, rennt man an einem vorbei und dann muss man wieder alles abrennen, um diese bescheuerten, ja, sonst zu nichts nützenden Items einzusammeln. Da ist eine Natur, I have been testing 3 Picks and 3 Shovels. Wie stehen wir denn da? Wir haben eine Pick. Eine Shovel, ein Hammer, also was, das geben wir alles mal Fafrit. Jungs, danke für den Hinweis mit dem, dass man, wenn man die Items angewählt hat, einfach auf die Zahl drückt für den Charakter und es dahin transferiert wird. Das ist sehr praktisch. Haben wir noch zum Junkbag? Haben wir eine ganze Menge im Junkbag? Aber nichts, was da aussieht. Okay. Wir haben 2 Shovels. Wir haben 1 Pick. Wir haben 2 Pinsels. Wir haben 1 Tong und so. Mhm. Okay. Gut. Du hast ein Skull und einen abgetrennten Arm in deinem. Achso, das ist hier ein. Ah, okay, das ist eine Schlachterei. Will ich trotzdem nicht wissen, warum das hier rumliegt. Hatchet, Knife, Golden, okay. Hallo Jen. You see a small woman with long dark hair. She smiles sweetly at you. Welcome to my shop. I'm Jen. We sell rations of all sorts to wandering adventurers. We manage despite the shortages. There's a shortage of food. Venom is a hungry land. Mushrooms, lizards and fish keep us alive, but these caves were not meant to support much life. We could do better if we were not constantly at war with the Nephilim. Anything I can do to help? In fact, yes. We have a great need for high-quality mushroom meal. I hear that they have a lot of it in the Great Cave. Bring it here and I'll give you a good price for it. These prices are expensive. Yes. Yes. Well, with all the tax, it's often difficult to keep up with the demand. There's enough food for the locals, you see, but not much more. Of course, if you can't afford our rations, there's Fort Daphno, a scant 40 miles to the south. They may be able to help you. She sends forth a smile of almost blinding sweetness. können wir jetzt buchstäblich? Ja, wozu? Naja. Okay.
Mushroom Meals. Da hat die doch was. Ah, die Sachen, die im Junkbag. Ja, genau, die müssen wir rausnehmen aus dem Junkbag, ne? Oh, die stacken, das ist gut. Was im Junkbag ist, wird nicht verkauft. Wird nicht als Quest-Item sofort aus dem Inventory gesaugt, wenn wir den Quest-Giver treffen. Das ist vom Prinzip gut. Also wenn wir irgendwas als Quest-Item jemandem geben sollen, es aber nicht geben wollen, müssen wir es in den Junkbag tun. Das ist so ein netter Nebeneffekt. Über die, das wollen wir alles verticken. Okay, 6 Stück, besser als nix. Wollen wir mal gucken, was kriegen wir dafür? There's a bunch of good mushroom meal here. What would you like to buy it? She inspects the meal. Yes, this is still in decent condition. No mold, or at least no mold that shouldn't be there. Yeah, indeed. I will give you 15 coins per bag. Das ist nicht so viel. Is that acceptable? Not enough? I'm sorry, that's all I can afford. Okay. Oh, Einzelne Experience auch noch. Sehr gut. Oh, wow. Und unterschiedliche Werte. Nee. Giant Lizard. Hallo, Ken. Ah, du bist... Do you see a rugged man with a short beard and long blonde hair? He wears heavy leather clothes and his arms and legs bear a surprising variety of scars. Warum wohl? I'm Ken. While holding a lizard down with a boot on its throat. Watch out for those monsters. Where did you get all those scars? Oh, these. I take care of the lizards. Feed them, look after them, try not to get eaten by them. And butcher them. They don't seem to care for that. Who would? Why do you use lizards for meat? Well, there's not too much in the way of livestock down here. The above grounders sent down some cattle, which are good for milk, but the mushrooms turn the meat rancid. So we raise giant lizards. At least they aren't dragons. Indeed. Also Dragons zu züchten für Nahrung. Es hat einen Grund, dass da auf die Idee noch keiner gekommen ist. Beziehungsweise vielleicht ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, aber das gibt es. He looks down and notices that a giant lizard is chewing on his leg. Was schön, wie das. Das ist, ich finde, das ist so schön trocken geschrieben. Also, es ist einfach, also nett, sowas finde ich. He kicks it off. You want to raise dragons? Dragons? Not that good eating. Er hat offensichtlich schon drüber nachgedacht. Problem is, try to butcher them and they blow you up. Der hat da wirklich schon drüber nachgedacht. Plus, there's only 5 of them. Or at least 5 we've heard of. He stops talking in order to try to keep a lizard from killing him. 5 dragon? Where did you hear that? That's what someone told me after visiting Motrex. Motrex is an ancient dragon who lives in the caves to the north. If you talk to him, he might tell you more. I've never been up there though. There's enough lizards right here for me. Oh, sorry, excuse me. The lizards have banded together, trying to swarm him all at once. He grabs a cave with staff and strides into them, shouting at the living blows as it goes. Oh, das ist so herrlich. Warum nicht? Okay. I'm watching you. Was habe ich befürchtet? Der Warrior was zu sagen? Nee. Können wir euch sagen, was ist das hier? Captain's Quarters. Hallo, Captain. Captain, bist du da? Captain! Können wir dem Captain was wegnehmen? Könnten wir schon, aber... Wo ist denn der Captain hin? Hallo! Du hast was an?
Lassen wir es erstmal, aber wir merken uns mal. Formellung. Bergs. Ein Breastplate. Stealing. Okay. Okay, da gucken wir hier nochmal raus. Oh, so weit raus wollte ich gar nicht. Hier will ich lang. Okay, hier ist nix. Auch nur Steine. Gibt's auch nichts. Hier können wir nicht rüber. Okay. So, was sagt denn jetzt unser Questlog? Batswarms können Bounty Retinas. Rats of Insane Tunnels bin ich von Mellow. Da waren wir noch nicht. Ach Mensch, warum müssen wir das alles? So viel Geld. Soldier, Soldier, Soldier. Haben wir? Mir fehlt doch. Wir haben doch gar keinen Pub getroffen. Ne? Da waren wir noch gar nicht. Und das ist auch der Pub. Hello, Gad. Wiry man in black clothes is busy wiping down the counter. It's hard to see his face to his long black hair. Welcome to the Dark Pinnacle. I'm Gad. What can I do for you? What can I get at this inn? We sell drink and rooms for the night, and I hope you buy. Business has been unpredictable lately. I'm an adventurer. Heard of any missions around here you could do? Well, no. Wait, yes. I've been wanting to get my hands on some sugar. Some real honest surface world sugar. I think some gets sent down to the portal sometimes. Bring me some and I'll pay you very well. Where could we possibly find sugar? Wir haben schon welchen gefunden, Freunde. Look in the storerooms of Fort Avernum. The special things sent down through the portal are often stored there before distribution to, well, the needy or whatever, or whoever. Or the powerful and well-connected. The storerooms are locked, of course, but ingenious adventurers such as yourselves should be able to get in. Wouldn't that be stealing? Of course it's stealing. You could try to find the sugar someplace else, but the stuff is very rare. Okay. Look, I found a bag of sugar for you. Oh, 500! Hallo? Und das war nicht mal stealing. You hand get the bag of sugar. Also kein, im Sinne des Spiels, stealing. You hand get the bag of sugar. Oh, marvelous! After tasting it. So rare, so delicious. I will be able to turn this into great wealth. Das musst du auch. Du hast mir gerade 500 Coins gegeben. Aber vielleicht ist das nicht viel. Wir sind einfach nur battlearm. The Witch of Avernum will gladly take advantage of this luxury and oh, will they pay well. Gad pays you a hefty pouch of silver for your services. Hope you didn't have to do anything immoral to get the stuff. Wine. Das ist eine Sache, die weiß ich noch. Ich weiß aber nicht.
Like to rent a room, all taken. Wir hatten noch diese komischen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht hatte. Hier sitzen irgendwo so Gremlins rum, die irgendwie deprimiert sind. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass man denen was zu saufen geben muss. Und es ist was Spezielles, das weiß ich noch. Ich weiß, aber er hat zumindest Wein. Weil ich glaube, Ale ist es nicht. Okay, das werden wir beim nächsten Mal da antesten. Es ist ein bisschen, ist nicht unbedingt, also wenn man es einmal weiß, weiß man es, aber ich meine, was ganz nett ist, die suchen, also die schnüffeln ja an einem und wenn man es halt, wenn man das Richtige im Inventory hat, dann wird das automatisch rausgesucht. Aber ich weiß nicht, ob wir sonst irgendwie Wein irgendwo. Egal. Immer mal überlegen, vielleicht investieren wir da mal ein bisschen Geld. A man sits on the table, hunched over a bowl of some sort of purple beverage. He mutters to himself quietly. What brings them to Golizar the Sage? He mutters. What indeed? Why are you drinking? It's purple. It's green. Kleine Referenz an Star Trek oder an. Wahrscheinlich ist das auch schon häufiger woanders mal vorgekommen, aber daran erinnere ich mich gerade. An Data und das. Und Scotty, you say you're a sage. I'm sort of a sage, but now I need a vacation, a long vacation. He drinks more of his purple syrup. Sage, how interesting. What were you studying? I was researching with Leith. We were asking Mortrax about a magic sphere. He may have found something out. Beats me. I was too busy being driven insane. Okay, ja, das ist auch Fulltime-Job, das ist richtig. He takes a deep swig from his bowl, realizes it's empty and gets it refilled with more purple fluid. Magic sphere, tell me about it. It was called the Orb of Thralni. It could do remarkable things. Yes, amazing. So people said. Leith is at the cave of Mortrax to the north. Ask him about it. If, of course, he's not already mad. Okay. So you're insane. He grounds on you and many glow in his eyes. Yes! It was the spiders that made me like this, not the spellcasting ones. Spellcasting spiders. Sure, they almost killed me, but they weren't the worst. No. It was the friendly ones. Friendly ones. He seems to be becoming agitated. You back away. Okay. Wir gehen dann mal weg. Ich sehe schon. Ihr habt keine freien Räume, ne? Okay. Ja, da würde ich sagen. Ich glaube, wir waren hier überall. Dann soll das mal für heute hinreichen. Beim nächsten Mal werden wir dann vielleicht mal in den Underground hier gucken. Hier war da irgendwo. Hier war das, ne? Ja. Ja, da würde ich sagen, gucken wir beim nächsten Mal im Underground. Hier so, da sind ja die Ratten, ne? Ja. Okay. Das war Formello, der oberirdische Teil. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Erwärmung. Bis dahin. Tschüss.